Wir müssen jetzt eigentlich, müssen wir, ja genau da. East Brabham. East Boston. Ist irgendeine Schule. Eine Vorbereiten oder was? Und los geht's. Ach, hier ist Ditte. Okay. Was Iron Man geht in Führung. Old Rusty, solide wie eh und je. Helfen wir ihm mal, oder? Hier geht's echt verdammt heiß her. What the? Ein toller Abend für ein Rennen. Was, Jungs? Und gleich, Lady Lovelace tritt im Zweikampf gegen Iron Maiden an. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Das ist ein Iron Maiden, oder? Also ich meine, ich kenne die Band Iron Maiden. Und hier kommen sie. Iron Maiden ist noch in Führung. Bob's your Onkel, hol schnell auf. Nicht zu vergessen, Boston Blaster, der hat das schon mal gerissen. Ein ziemlich heftiges Rennen. What the? Ich kenne diese Strecke hier. Hey, oh. Hey, leise da draußen. Hier läuft ein Rennen. Alter. Hier läuft ein schönes, nettes Rennen. Ohne krumme Dinger. Ist klar. Zurück zum Rennen. Hat jemand das vermint? Da ist noch einer. Atomic Dreams ist immer noch am Ball. Piso Junk, lässt es mit den neuen Mods krachen. Zumindest kümmert sich jemand um die Bots. Schaut euch das an. Was? Was für ein Rennen. Was für ein Rennen. Habt ihr die Wetten abgegeben? Der ist bestimmt Gefahr. Ja, Raider. Nicht vergessen, für morgen stehen neue Bots auf der Liste. Das wird toll. Ja, wenigstens kümmert sich einer um die Bots, hat er gerade gesagt. Wir haben ein paar tolle Bots dabei. Das läuft Kopf an Kopf. Wir sollten in Bewegung bleiben. Bob's your Onkel, hol schnell auf. Warte, wie sind sie gerade? Das läuft Kopf an Kopf! Bob ist dein Onkel. Also eine Jungfrau? Iron Maiden, ah, okay. Boston Blaster? Piece of Junk? Alter, Rusty. Hier geht's echt verdammt heiß her! Alter. Nicht? Wer zum Teufel ist das? Können wir überhaupt nicht sehen. Schaltet ihn aus, Jungs! Hey, du hältst das Rennen auf! Ich mache gar nichts. Bin ich mal auf der Strecke. Schieße nur mit meiner schalldämpfenden Waffe ein bisschen. Erledigt ihn endlich! Raider ab. Ganz ruhig wollen dann. Wir warten jetzt ganz kurz, bis sie. Ich finde die cool. Das wird doch keine lizenzierte Musik sein, oder? Ich meine, das kann ja jeder spielen auf einer Trompete. Das wird übrigens dunkel. Aber ich habe ja hier das Aufklärungsziel verloren. Das ist sehr beleuchtet.
Guck mal, da sieht man sogar den. Hier muss ich sehen, ne? Was ich jetzt mache? Moment. Putz mal. Wir nehmen die Minen und legen die auf die Rennstrecke. Also wir sind fies, ne? Aber wenn die jetzt da reinrennen, dann zünden die Minen. Und das sind Impulsminen, das heißt, das. Gut, da kommen sie schon. Schnell, ja, das ist schön. Jetzt hast du ein Problem. Mach's mal bitte. Alles in Ordnung? Gehen wir jetzt verstecken? Hier mit der Bitch da hinten. Was? Ha! Mussten wir die Roboter töten? Ja. Muss man. Du das Zeug trägst? Ich trage das schon. Ich hab kein Problem mit. Das wollte man ja eigentlich in dieser Folge gar nicht machen, aber irgendwie das. Komm schon. Übrigens rauscht das Mikro nur noch. Also den haben wir auf jeden Fall ausgeschalten. Jede Sekunde, die du dich versteckst, werde ich nur wütender. Guck mal, hier, da hat man die Kampfsperre aus. Die hat eine Kampfsperre. Deswegen haben die nicht gekämpft. Drei Fahrer in Reserve. Kampfsperre deaktivieren. Reserve-Roboter aktivieren. Kampfsperre deaktivieren. Zielparameter ändern. Systeme überbrücken. Administrator verschlüsseln. Route ändern. Lagerverteidigungsrouten Patrouille.
Alter. Nichts gefunden. Ich wundere mich, wieso die uns überhaupt angegriffen haben. Die hätten uns gar nicht angreifen dürfen, eigentlich, dachte ich. Na gut. Na, guck mal. Boah, ist das Ding fast vernichtet, ey. Okay. Hey. Ach, weiß halt die Schnauze. Jeder überlebte Kampf. Macht uns stärker, oder? Wolltest du das jetzt sagen? Wir sind schon Level 47, wir sind so krass drauf einfach. Kannibale. Ich würde gerne die Ausdauer nochmal erhöhen. Dann können wir jetzt nämlich schon Kannibale erlernen. Haben wir jetzt hier alle erwischt? 13 Minuten Folge. Wir waren trotzdem noch nicht da. Und die bestimmt von weit weg weggesnappert. Clubhouse Terminal. Was eigentlich Clubhouse ist, ne? Oh. Na also. Robotersteuerung. Und sind die auch von da hinten oder von hier steuern können? Alter Schwede. Den haben wir ja schön die Rübe weggeblasen. Er hat eine Toothbrush dabei. Schön. Wow. Aber die XP, die sind ist auf jeden Fall wert. Wo hat denn der jetzt gesessen? Der hat doch hier oben in dem Haus gesessen. Wir lackten das gerade so rum hier. Und die Räuschfallen, die finde ich immer so ein Mongo. Der war doch hier oben in dem. Da kommen wir bestimmt nicht von hier, sondern von da drüben. Das ärgert mich jetzt gerade. Ich wollte in der Folge da was ganz anderes machen, weißt du? Aber na gut, was soll's. Ist ja nicht so schlimm. Ja. Ciao. Komm zu deinem letzten. Wieso? Hä? Hallo? So, wir kommen mal in den Kühlmittelkreislauf auch in Wallung. Und das war gerade irgendwie mysteriös. Ich habe den irgendwie nicht getroffen. Aber immer zu nicht. Kühl mit der Kreislauffeuer. Können wir hier von hier. Achso, man kann von da drüben darauf. Okay. Das muss man ja wissen. Das war eine Pferderennbahn, kann das sein? Ich war noch nie auf so einer Pferderennbahn, deswegen weiß ich nicht genau, wie die aussehen. Ich glaube, die sehen so ähnlich aus. Also ich stelle mir die jetzt sofort so vor, dass die so ähnlich aussehen. Könnte natürlich auch sonst was für ein Rennbahn hier sein. Also könnte auch vollkommen daneben liegen. Halt, wir müssen hier durch und dann können wir hier halt hier so durch und dann hier, okay. Wir müssen auch unbedingt mal nach Libertia. Das war der Schlüssel des eifrigen Anni, Notiz des Partners, Medicine. Ja, saß doch hier irgendwo am Stuhl, ne? Hi? Moment, muss speichern. Wir haben gerade einen Sexclown gefunden.
Entschuldigung. Da, speichern. Jawohl. Passwort, Schlüssel. Das war der eifrige Ernie. Der ist zu schwer, um ihn zu bewegen. Masterstörungsterminal. Robo-Steuerung. Rennen, stoppen. Jeder, ihr redet. Okay. Bitte, du musst mir helfen. Was machst du hier? Sie haben mich erwischt, als ich Wache geschoben habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mich bald töten werden. Bitte, du musst mir helfen. Nee, ich helfe dir doch. Keine Sorge, ich hol dich hier raus. Oh mein Gott, danke. Verschwinden wir. Gut, weißt du ja, wo musst du denn hin? Da. Alter, die Frame Drops hier. Wie kommt die mir jetzt hier hinterher oder was? Ah. Ich laufe trotzdem noch dahin. Ich kann ja wenigstens schon mal die Richtung ansteuern. Ach Mann. Kommt tatsächlich mit, hätte ich nicht gedacht. Reicht das? Hallo. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal saubere Fingernägel hatte. Das wollte ich jetzt nicht wissen. Mega cool. Wenn es eine Kirche oder irgendwas? Wenn es ein Leuchtturm? Du wirst mich ja wohl anquatschen, oder? Wenn du. Wieso läuft die so in die Schild? Löffel geschild. Hi. Ja. Hä? Keine Ahnung. Ja, Nick, ich weiß auch nicht. Northang Beach, da sind wir schon. Alter Falter. Drecks großes Schiff. Hi. Moment. Grüß dich. Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie ich dir für diese Rettungsaktion danken soll. Hä? Oh. Denkt immer dran, das alles ist nur wegen der Minutemen möglich. Das wissen wir. Deshalb haben wir auch entschieden, uns den Minutemen anzuschließen. Du kannst auf unsere Hilfe zählen, wenn du sie brauchst. Okay. Das würde ich immer sagen. Zwei mit einem Streich, oder wie? Wie weit du hier gucken kannst, voll krass. Die siehst du im Prinzip ganz Boston. Da hinten siehst du den Rand des leuchtenden Meeres, wenn ich mich nicht täusche. Da oben ist irgendwo. Oh, das sieht man hier vielleicht von hier jetzt gerade nicht, oder? Da hinten ist irgendwo. Das Bunker Hill, da hinten ist Corvega. Ich weiß nicht, da hinten. Ups, da hinten ist irgendwo Sanctuary. Da ist Diamond City, was da so leuchtet. Da hinten müsste irgendwo Diamond City sein. Da ist der Rand des leuchtenden Meers. Da vorne ist auch irgendwas Interessantes. Ich schaue mich mal kurz hier ein bisschen um. Da ist Libertia. Da hinten ist eine Kirche. Da ist auch Licht. Da hinten ist ein Leuchtturm. Und da ist der Nick. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war's für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge.